Hallo und viele Grüße vom Hafen aus Fort Lauderdale, direkt von der Independence of the Sea. Also ich bin hier gerade auf so einem kleinen Ausblickdeck im Endeffekt. Also hinter mir sieht man dann auch den Hafen. Da hinten ist gerade ein Containerschiff am Ausfahren. Ja, mittlerweile ist schon relativ voll hier auf dem Schiff. Also man sieht es mittlerweile hinter mir. Ich kann mal eben zu der Kante hier vorne gehen. Da sieht man schon die Leute an der Reling stehen. Und unter uns wird noch die Hauptbühne aufgebaut. Aber ich bin echt mal gespannt. Also ja, gestern ist leider nichts geworden bei Herrn McGrane, dem Drummer von Iron Maiden. Da war ich noch essen. Ja, Spare Ribs, Rock'n'Roll Ribs heißt das gute Stück, auch in Fort Lauderdale. Und das gehört, wie gesagt, dem Drummer von Iron Maiden, der leider nicht da war. Aber hat Spaß gemacht. War ein cooler Laden da. Auch schon echt viele Leute getroffen, muss man sagen. Selbstverständlich natürlich, klar, die Buddies von Sabaton natürlich auch. Die rennen hier auch rum. Bin ich mal gespannt auf die Show. Aber ich kann einfach nur sagen, das wird echt der geilste Urlaub ever. Anders kann man es nicht beurteilen. Also ich bin mal gespannt. Es sind so viele deutsche Bands hier. Ich habe mich vorhin noch mit den Jungs ein bisschen unterhalten. Und sie haben 11 deutsche Bands hier. Ich glaube 7 oder 8 schwedische oder so. Das ist Wahnsinn. Ne, also cooles Line-up. Ich hoffe, dass ich wirklich so viele wie möglich vor die Kamera kriege, dass man vielleicht mal ein paar Fotos machen kann, auch ein paar Interviews und so weiter führen kann. Ist natürlich jetzt wirklich nur interessant für die Leute, die so ein bisschen im Heavy Metal frönen. Der Rest kann da, denke ich, mal weniger mit anfangen. Aber also, ich freue mich einfach drauf. Ne? Mal sehen, wie das hier alles wird und sowas halt. Wie gesagt, der Vlog, das ist momentan leider alles nur per Handy möglich, ne? Direkter Upload. Ich werde gucken, dass ich dann, also sobald die Kreuzfahrt hier vorbei ist, dann natürlich das alles auf dem Computer, auf dem Laptop mache. Nur so ist es einfach am schnellsten. Ne? Weil heute sind wir wirklich aufs Schiff drauf. Wenn ich das gleich hochlade, ist das eigentlich im Prinzip ja 10 Minuten mehr gewesen. Ne? Also hier haben wir es jetzt ja, 2:05. Und ja, ich freue mich einfach nur drauf. Mehr kann ich nicht sagen. Wie gesagt, anschließend noch den Roadtrip durch die USA. Und ja, jetzt erstmal 4 Tage 70.000 Tons of Metal mit jeder geile Mucke. Und in 3 Stunden werden wir auch ablegen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie gesagt, das wird jetzt erstmal das letzte Handy-Ding hoffentlich gewesen sein. Den Rest wird es dann natürlich dann mit der Videokamera geben und dann auch wirklich über einen Laptop als ganze Videos bearbeitet, wo auch ein paar Fotos mit drin sind und natürlich auch ein paar andere Videos. Also ich wünsche euch was, wünscht mir viel Spaß und ja, würde mich freuen, wenn ihr so ein bisschen den Vlog begleiten würdet. Bis dahin dann, macht's gut, tschüss!